Herzlich willkommen zu Schleswig-Holstein 18 Uhr. Wir nehmen Sie heute mit ins Günter-Grass-Haus in Lübeck, denn dort gibt es eine Ausstellung über John Lennon. Über John Lennon, den Künstler abseits der Musik, denn er hat sehr früh gemalt, geschrieben und das getan, was wir heute als Performance-Kunst bezeichnen. Und all das gibt's hier drin. John Lennon hat auch offenbar sehr früh gewusst, dass er sein Leben der Kunst widmen würde. Er soll als Neunjähriger bei seiner Tante Mimi in Liverpool, wo er aufgewachsen war, gesagt haben, wirf keine meiner Zeichnungen weg, irgendwann werde ich berühmt. Und dass das so geschehen ist, das wissen wir alle, aber was er in der ganzen Zwischenzeit gemacht hat, das wissen viele nicht. Moin, Tatjana Döbel. Guten Morgen. Sie ist die Kuratorin. Ich habe jetzt schon sehr viel Lust auf diese Ausstellung gemacht. Können Sie das alles einlösen, was ich versprochen habe? Ja, da gehe ich aber ganz stark von aus, dass wir das können. Wir gucken uns gleich diese Zeichnung im Detail an. Ich würde aber gerne anfangen mit dem, was auch am prominentesten im Raum steht. Ein Bett. Ja. Was soll das? Ja, wir zeigen ja hier in der Ausstellung die Zeichnungen und Lithografien von John Lennon, aber wir legen auch einen ganz starken Fokus auf die Zeit zwischen 1968 und 1970, in der John Lennon sehr viel mehr weitere künstlerische Ausdrucksmittel für sich entdeckt hat. Er hat Yoko Ono 1966 kennengelernt, 1968 sind sie ein Paar geworden. Dann haben sie geheiratet 1969 und anschließend das Bed-In veranstaltet, das berühmte. Also das spielt auf das berühmte Bed-In an. Genau. Und das ist Ausstellungsstück oder soll man da rein? Da soll man sich auch reinsetzen. Tatsächlich. Besucher, und da kann man auch Original-Tondokumente von dem Bed-In hören. Da gibt es Kopfhörer. Da kommen noch Kopfhörer hin und dann kann man... Darf ich da rein? Ja, gerne. Ich muss mir kurz die Schuhe ausziehen, ich bin wohl erzogen. Das erinnert also an diese spektakuläre... Aktionen, wo die beiden eigentlich ihre Flitterwochen dafür genutzt haben, Werbung für den Frieden zu machen. So erinnere ich die Erzählung. Genau, so ist die Erzählung, so war es auch. Also sie wussten, dass ihre Hochzeit natürlich sehr, sehr viel Raum einnehmen würde in den Medien damals. John Lennon war ein absoluter Popstar. Die Verbindung mit Yoko Ono war eh immer Gesprächsthema, als die beiden geheiratet haben. Sie müssen mitkommen. Okay. Also so saßen die beiden, gaben dann ewig lange Interviews. Also ne, ich mache Ihnen Platz. Ja, es war natürlich, dem ging voraus, dass John Lennon und Yoko Ono ein Experimentalalbum zusammen veröffentlicht haben. Two Virgins hieß das. Auf dem Cover waren die beiden nackt zu sehen. Das hat natürlich einen Riesenskandal hervorgerufen in der damaligen Zeit, und als sie nun angekündigt haben, ihre Hochzeitsreise in einem Hotelzimmer zu verbringen, im Bett zu liegen und Journalisten und die Öffentlichkeit dazu einzuladen, hatten sich natürlich viele Pressevertreter die Vorstellung gemacht, dass da sie womöglich auch wieder nackt zu sehen sein würden, dass es möglicherweise sogar Sex zu sehen gäbe, und waren entsprechend irritiert und auch etwas ratlos, als die beiden sie dann sehr züchtig, man sieht es hier auf dem Foto, hochgeschlossenen Schlafgewändern empfangen haben und über nichts anderes geredet haben als über den Frieden. Gut, hier wird auch nichts Schmutziges passieren jetzt. Das ist nämlich gerade ein ganz schlechtes Klima in Deutschland für sexistische Witze. Genau. Dann landen wir im Stern. Was hat das mit den Zetteln auf sich? Ja, mit den Zetteln hat es auf sich. Also die Performancekunst, die John Lennon und Yoko Ono gemacht haben, hat auch immer beinhaltet, dass der Betrachter, der Zuschauer, das Publikum in ihre Kunstaktion einbezogen wird. Und das stellen wir hier nach, indem man einen Wunsch für den Frieden formulieren kann. Der Besucher kann dort sich ein Kärtchen nehmen, sich hier... Das darf ich auch, ja? Ja, das dürfen Sie auch gerne. Also ich formuliere einen Wunsch auf einer Karte, wo geschickterweise auch schon steht, your wish for peace, genau. Und hängt das über das Bett. Genau, dann, also eigentlich beginnen Sie hier, nachdem Sie sich über das Bed-In informiert haben an unserem iPad. Dann wollen wir das auch richtig machen. Wir informieren uns zunächst über das Bed-In, das habe ich aber schon getan mit Ihrer Hilfe. Ja, das ist, weil ich hier Schnee mit reingetragen habe. Aber genau. Wir haben hier eine iPad-Station, wo nochmal das ganze Bed-In auch als Performance-Kunst, als dass es oft gar nicht so richtig wahrgenommen wurde, erklärt wird. Das ist ganz schön, weil normalerweise darf man in einem Museum ja nie was anfassen, und hier muss man geradezu. Hier muss man was anfassen, hier können Sie Texte und Fotos sehen, wo nochmal erläutert wird, wie auch genau das als theatrales Ereignis eigentlich inszeniert worden ist von den beiden. Ja, und ich kann dann hier mit dem nostalgischen Hörer mir
Audio-Input dazu holen. Genau, Sie können auch sich Original-Filmaufnahmen aus der Zeit ansehen. Das tun wir jetzt nicht, wir wollen nämlich noch was übrig lassen für die Leute. Wenn wir jetzt alles zeigen, dann ist es ganz schlecht. Ich formuliere jetzt meinen Wunsch, den wir dann irgendwann auf die Reise bringen. Und Sie schauen sich einen Film an über den Menschen, über den wir die ganze Zeit reden. Vor mehr als 50 Jahren fing hier alles an. Über 4 Monate spielt John Lennon mit den Beatles in Hamburg. Fast jeden Abend, manchmal bis zu 8 Stunden lang. Die Band aus Liverpool, damals noch vollkommen unbekannt. Plötzlich stand John auf der Bühne in der Badehose und mit der Klobrille um den Hals. Alles jubelte und schrie. 1962, der Durchbruch. Lennon und McCartney schreiben einen Nummer-1-Hit nach dem anderen. Während die Beatles immer erfolgreicher werden, wird Lennon immer unzufriedener. Er will raus aus der Ehe mit seiner Jugendfreundin, vernachlässigt den gemeinsamen Sohn, experimentiert mit Drogen. Mit seinen Texten und Melodien prägt Lennon eine ganze Generation. Aber die Rivalität zwischen ihm und McCartney spaltet die Beatles. 1969 geben sie über den Dächern von London ihr letztes Konzert. Außerdem gibt es eine neue Frau in Lennons Leben. Im gleichen Jahr heiratet er Yoko Ono. Durch sie verändert er sich. Das Paar ist unzertrennlich, entwirft sogar eine gemeinsame Unterschrift. Nach den ersten Solo-Erfolgen zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Mit 40 Jahren stirbt John Lennon, erschossen von einem geisteskranken Fan. Seine Musik hat sich bis heute mehr als 1 Milliarde Mal verkauft. Willkommen zurück im Günter Grasshaus in der John-Lennon-Ausstellung. Das ist der Mann, ohne den das alles gar nicht möglich wäre. Das ist Michael Wahle. Moin. Moin. Ich mache hier nicht Blödsinn, sondern Sie haben nur das vor. Ja, wir lassen heute Abend zur Eröffnung 350 Luftballons steigen, genauso wie John Lennon bei seiner ersten Ausstellung. Gut, lassen Sie uns mal einen Blick auf die Ausstellungsstücke werfen, denn die kommen ja alle von Ihnen. Wir gehen mal zu dieser Wand und widmen uns den, was sind das, Karikaturen, Skizzen? Das sind Lithografien, das sind die letzten Arbeiten. Sagen Sie mal ruhig, ja. Wir müssen alles sehen. Das sind Lithografien, das sind die letzten Arbeiten, die John Lennon gemacht hat in seiner Periode als Hausmann. Diese Zeichnungen hat er für seinen Sohn Sean gezeichnet. Er hat zum Beispiel dieses Bild gezeichnet und Sean hat den Text dazu gegeben. Hier eine schnurrende Katze. Okay. Oder hier unten die Freunde. Auch eine Katze. Ist auch eine Katze dabei, ein Pferd, Sean selbst. Und es könnte ein Fuchs sein oder ein Hund. Und John Lennon hat einmal gesagt zu den Zeichnungen, er hätte die auch gerne mit Julian gemacht, seinem ersten Sohn, aber damals war er nur unterwegs als Beatle. Das heißt, das hier sind Zeitzeugnisse aus der Rolle des Familienvaters, John Lennon. Genau, der Hausmann und Familienvater John Lennon sagt, er hat zu Hause Brot gebacken und Yoko hat sich um die Geschäfte gekümmert. Mhm. Wo haben Sie das alles her? Ja, in 30 Jahren alles zusammengesammelt und natürlich mit viel Kontakten, viel Energie und ein bisschen Kleingeld. Ja, klingt so. Das sind jetzt Sachen aus dem Besitz Yoko Onos oder wo kommen die her? Genau, das sind Sachen aus dem Besitz von Yoko Ono, diese Lithografien erst nach seinem Tode veröffentlicht hat, denn da können wir auch dankbar sein, sonst hätten wir gar nicht gewusst, was John Lennon so zu Hause die 5 Jahre im Dakota gemacht hat. Sie haben aber auch noch Bilder aus dem Bestand einer anderen Frau. Welche war das? Das war seine erste Ehefrau. Ne? Und das ist von Cynthia Lennon. Wir reden über diese hier. Ja, genau, wir reden über diese. Das sind kleine Cartoons und Kritzereien, die er gemacht hat. Das Besondere bei diesen Blättern ist, sie sind auf Apple-Briefpapier, also das Briefpapier Der Beatles-Firma, nicht genau. Der Computerfirma. Nein, nicht. Von diesen Apples. Wenn ihm langweilig war, hat er ein bisschen was gekritzelt und das dann abends seiner Frau Cynthia mitgebracht und sie hat es 1991 verkauft. Gut, vielen Dank bis hierhin. Wir werfen einen Blick aufs Wetter und auf die Geschehnisse im Land und sind dann gleich wieder für Sie da.
Das Landgericht Kiel hat heute einen 72 Jahre alten mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter zu 8 Monaten Haft verurteilt. Trotz richterlichen Verbots hatte sich der Rentner mehrfach Kindern und Jugendlichen in Neumünster genähert. Selbst elektronische Fußfesseln und Überwachung durch die Polizei hielten ihn nicht davon ab. Das Gericht beurteilte den Mann in der heutigen Berufungsverhandlung als unbelehrbar. Sein Anwalt will in Revision gehen. Bis zu einem erneuten Urteil bleibt der Verurteilte frei. Der 72-Jährige wird jedoch weiter auf Schritt und Tritt von der Polizei überwacht. Den Urlaubsorten an Ost- und Nordsee reicht es. Sie setzen sich gegen den vor 2 Wochen beschlossenen Kompromiss zur Bäderregelung zur Wehr. Mit einem offenen Brief fordern die Tourismuschefs und Bürgermeister der Ostseebäder wie Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Grömitz die Kirche auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sie wollen erreichen, dass die Gemeinden, die zu 100% vom Tourismus leben, von der neuen Bäderregel ausgenommen werden und ihre Geschäfte wie bisher fast ganzjährig sonntags öffnen dürfen. Die UN Istanbul ist das 15. Schiff, das die Flensburger Schiffbaugesellschaft für eine türkische Reederei gebaut hat. Das Schiff kann auf einer Länge von 4 Kilometern Lkw an Bord nehmen. Ab Sommer fährt es zwischen Italien und der Türkei. Circa 70 Millionen Euro hat die Fähre gekostet. Die Schiffe aus Flensburg sind weltweit gefragt. Die Werft ist für die kommenden 2 Jahre schon komplett ausgebucht. 6 Schiffe sollen noch gebaut werden. Der Südosten des Landes bekommt auch morgen wieder Neuschnee. Richtung Westen hin bleibt es trocken und es gibt ein paar Auflockerungen, die immerhin bis zu 1 Stunde Sonnenschein bringen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord und die Temperaturen sacken noch mal ein wenig ab und kommen über 0 Grad nicht hinaus. Das ist eines Ihrer Lieblingsmotive. Warum? Weil John Lennon und Yoko Ono zu einer Person verschmelzen, also die Kunst, die John Lennon gemacht hat, in einer Person John Lennon und Yoko Ono zu zeigen. Sie hat ihn ja auch weiterentwickelt, also weil man ja weit verbreitet davon ausgeht, Yoko Ono war das Ende der Beatles, war das Ende der Kunst. Aber das scheint dann ja nicht der Fall zu sein. Nein, Yoko hat schon neue Türen geöffnet und seinen Horizont erweitert. Ja, und das hat er ihr gedankt. Vielen Dank an Sie. Ich stelle Ihnen jetzt noch einen Menschen vor. Das ist der Museumsleiter. Moin, Herr Thomser. Grüße Sie. Hallo. John Lennon in einem Raum, das ist so immer ein gewagtes Konzept, man ist eigentlich schnell durch, aber was hat er mit Günter Grass überhaupt zu tun? John und Günter, das ist, finde ich, eine Traumkombination, aber darüber hinaus ist es natürlich unser Anliegen als Günter Grass Haus, immer andere Mehrfachbegabungen vorzustellen, die ähnlich wie Günter Grass in unterschiedlichen Kunstdisziplinen tätig sind. John Lennon war als Musiker erfolgreich, wir stellen ihn vor als bildenden Künstler, als Schriftsteller und als politischen Aktivisten. Aktiv können auch die Besucher werden, wenn sie mögen. Zum einen hatte ich ja mir schon einen Wunsch gewünscht, also den Wunsch für den Frieden, den John Lennon da im Bett innehatte. Der muss dann übers Bett, ne? Richtig, genau. Den können Sie mit dieser Klammer da aufhängen. Ja, ich habe mir gewünscht, man subtrahiere die Gier am Menschen und addiere die Nächstenliebe. Ist ein bisschen naiv, aber als Journalist muss ich auch einem pessimistischen Menschenbild anhängen. Vielleicht, naja, hilft das ja. Diese Karten sind vielleicht anderes. Ganz genau. Zwar hat John Lennon mit Yoko Ono 1968 eine Kunstausstellung in London eröffnet, und zwar mit 365 Luftballons. Die waren versehen mit solchen Karten. Die Besucher haben hier die Möglichkeit, ebenfalls Luftballons in den Lübecker Himmel steigen zu lassen und da ihre Botschaft kundzutun. Wir schenken den Ballons jetzt gleich die Freiheit. Die Aktion sieht, glaube ich, vor, dass wenn man das jetzt findet, dass man das dann ausfüllt und zurückschickt. Genau, an das Günter Grass Haus. Alle im Umkreis Lübeck, weil viel weiter werden die vielleicht nicht kommen. Na, warten wir ab. Wenn wir die Ausstellung sehen wollen, wann kommen wir? Wann geht's los? Dienstags bis sonntags haben wir geöffnet, von 11 bis 17 Uhr. Heute Abend ist die Eröffnung. Und wie lange zeitlich gesehen? Bis zum 2. Juni. Vielleicht, wenn es ein großer Publikumserfolg wird, verlängern wir noch. Was kostet Eintritt? 6 Euro neuerdings. Gut, dann haben wir alles verstanden. Um 19.30 Uhr dürfen Sie nicht in die Ausstellung gehen, dann müssen Sie schließlich heute schon Magazin gucken. Wir dürfen Sie jetzt entlassen. Fliegt, ihr seid frei. Für John. John hätte es gefallen. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.